So, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Oder hänge ich das noch mit dran? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Let's play mit Captain Giliok. Star Wars Outlaws. Wir müssen nix aus der Menagerie befreien und keinen Alarm auslösen. Es ist nicht einfach. Kein Blaster und kein Takedown. Ja, aber wo lang? Wo muss ich hier lang? Ah, da, 25 Meter die Richtung. Was ist da los? Was ist da los? Falsch abgebogen. Vierundzwanzig Meter. Wir müssen den richtigen. Diese Richtung. Schlüsselkarte benutzen. Okay, Schacht öffnen. Wo bist du, Nix? Jabba the Hutt ist ja cool. Witzig. Ja. Hast du ihn gefunden? Nö. Noch nicht. Der Palast ist riesig. Was will Jabba überhaupt mit Nix? Merkaren sind sehr selten. Und Jabba ist ein Sammler. Ich würde davon ausgehen, dass du Nix in seiner Menagerie findest. Ich hoffe, es geht ihm gut. Muss ich denn hin? Oh, keine Anzeige, nichts. Mann. Suche, Suchbereich. Er muss einfach hier sein. Ja. Suchbereich. Ach so, in einem von diesen Ge Käfigen vielleicht. Ich dachte, Jabba sammelt Kreaturen. Thank you.
Ja, wer hat jetzt noch Lust, irgendwie was hier zu lesen? Das bitte ist doch sei gesund, Nix. Bitte sei gesund. Schlüsselkarte Menagerie. Schlüsselkarte Menagerie. Das muss hier sein. Schlüsselkarte. Nix? Bist du hier? Wo ist Nix denn? Wo ist denn Nix? Wo bist du, Nix? Befreie Nix. Okay, es ist hier 16 Meter. 10 Meter. 9 Meter. Hier ist er drin. Hier ist er drin. Hier ist er drin. Interagieren. Nix, geht es dir gut? Hey. Also, ist aber gut gemacht. Ich weiß. Das passiert nie wieder. In Ordnung, Kumpel? Komm, verschwinden wir hier. ND5? Ich hab ihn. Ist er verletzt? Nein, ich glaube nicht. Moment, hast du dir etwa Sorgen um ihn gemacht? Verschwindet einfach von dort. Leise. Wenn man euch findet, kann euch niemand retten. Na gut. Okay. Entkomme mit Nix. Jetzt haben wir es ein bisschen einfacher, weil Nix wieder mit dabei ist. Haben wir hier noch ein bisschen was zu looten? Ich glaube nicht. Sicherungspunkt erreicht. Cool. Han Solo. Ist er das wirklich? Jabba, richtig? Gut, mach keinen Fehler. Meine Crew hat einen Palast. Okay, wir überspringen. Also, wann wirst du mein Kopfgeld löschen? Weißt du, das ist lustig. Wollte ich auch gerade sagen. Der Deal war, sie gehört mir.
Hey, zieh mich hoch! Den schaffen wir! Was für Angst! Okay. Ja, das hat auch gut geklappt hier mit meinem aufgeladenen Schuss. Das ist echt cool. Du wirst mich mitnehmen. Aha. Und wenn wir draußen sind, lässt du mich gehen? Wir gehen zum Hangar. Da ist mein Schiff. Ach, das werte ich als nein. Ja, ich schlag den mit dem Datenstift. Oh. Oh, das Warum hat gut kennst geklappt. Du dich hier so gut aus? Alle Syndikate denken doch gleich. Kennt man einen Verbrecherpalast, kennt man alle. Ha, gut zu wissen. Ha, was war das? Ich habe eine Ahnung. Wenn ich recht habe, müssen wir weiter. Sofort. Ruf mir an! Überleg, bevor du schießt! Okay, kannst du mal zur Seite gehen, du blödes Zippel? Ja. Oh Mann, aber Spaß macht das schon. Blastergewehr, ich will kein Blastergewehr. Oh. Wie kriege ich das Ding denn wieder los? Ah, so, einfach Waffe wechseln. Also hier mit meinem aufgeladenen Schoße, das ist echt ein Mose. So, und jetzt 115 Meter. Okay, jetzt muss ich was anderes wählen. So, den. Aufgeladen. Schlägt sich so durch. Sehr gut. Man schlägt sich so durch. Stück für Stück. Klingt, als käme es näher. Ja, Blitzmerkerin. Lauf weiter. 3 Fiolen. Ach, da geht's nach draußen. Tja, Vale, war lustig mit dir, aber... Nein, es ist noch nicht vorbei.
So, jetzt mit meinem aufgeladenen Schuh. Was ist das? Das wird ein paar Mal, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich... Vielleicht irgendwie was in die Luft sprengen? Ah, da sind die. Die sind hier auf der Schiene. Das war's. Ja, das hat ihm gar nicht gefallen. Jetzt lock ihn zur Tür. Lock ihn zur Tür. Erwischt, glaube ich. Jetzt lock ihn zur Tür. Na los! Nein. Das war knapp. Los, Beeilung! Okay, ich versuche, glaube ich, mit dem normalen Blaster. Da bin ich ein bisschen schneller als mit diesem aufgeladenen Schuss. Wie bist du? Was machst du da? Ich suche einen Weg hier raus. So, den Blaster habe ich aktiviert. Tür zu der anderen Tür. Ah, sehr gut. Ja, gehackt endlich und ich bin tot. Na super, toll. Bale, die Schiene klemmt. Kriegst du das wieder zum Laufen? Kann die Steuerung hacken, aber mein Huttisch ist angestaubt. Du musst das... Du musst das Vieh so lange abwehren. Oh, klar, kein Problem. Das sollte es sein. Wenn du mit S mehr Gegner meinst, dann ja, das ist es.
So. Gib endlich nach. Und jetzt? Sicherungspunkt erreicht. Das ist super gut. Ich hab beim Hacken einen Kurzschluss verursacht. Du musst den Strom umleiten, damit ich das Ding wieder hochfahren kann. Hey, wollen wir Plätze tauschen? Nein. Oh. Wo jetzt hin? Genau suche ich Vale. Eine Art Kondensator nehme ich an. Er müsste einen Hebel haben, um das System neu zu starten. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's, Alter. Alter Schwede, mein Gott, das war ja was. Mann. Oh, echt jetzt? Hasse de Pugno. Ja, und jetzt wieder Ruf steigern bei den Hutten. Lass mich mit ihm reden. Erhabener Jabba, fangen wir nochmal von vorne an. Wir entschuldigen uns für die Beleidigung und erbitten eure Gnade. Und was die Bezahlung angeht. Abgemacht. Das Bestien-Gelände steht unter imperialer Kontrolle. Serik Besh und das Imperium? Hey, ich krieg das alleine hin. Ich brauch sie nicht. Buta Ubanichu Nolia Mapit Tungana Ubabola Marankor Vinja Dubamiki Aje Utukranta Do Utrata Akima Bola. Okay. Quest abgeschlossen, Partner. Mein Gott, das war ja was. Das ist eine Doppelfolge, garantiert. Ich glaube nicht, dass ich das in einer Stunde hinkriege. Na gut, so oft wie ich gestorben bin, vielleicht. Zugangsbeschränkter Bereich. Wie komme ich hier raus? Ah, hier, guckt euch das an. Das ist Han Solo. Ja, nice. Zugangsbeschränkter Bereich. Jabba. Was? Ich habe jetzt gar keinen Quest, ne? Journal.
Nee, ich habe kein Quest. Alles abgeschlossen. Okay. Hey, wir sitzen fest. Fortuna hat klar gemacht, dass wir nicht weit kommen, wenn wir abheben. Er hat auch einen Rancor erwähnt. Ja. Stellst du mich zu Jaylen durch? Einen Moment. Ich nehme an, du hast gute Nachrichten, Kay? Haus ist raus. Er ist tot. Ah. Das macht es sogar für ihn schwer, noch von Nutzen zu sein. Und ich hab's mir mit Jabba verscherzt. Er lässt uns nicht vom Planeten und irgendwie arbeite ich jetzt mit dieser Kopfgeldjägerin, die... Hey. Alles wird gut. Ah, das war ganz witzig. Wenn Haus tot ist, passen wir uns an. Stell dich wieder gut mit Jabba, verschwinde von Tatooine und dann überlegen wir, wie es weitergeht, ja? Ja. Gut, okay. Ach ja, übrigens, ich habe mit ND5 geredet und dir etwas auf deinem Schiff hinterlassen. Das sollte helfen. Oh, danke, Jaylen. Du arbeitest mit Vale? Ist eine lange Geschichte. So, Dille. Ich habe hier einen Aussichtspunkt. Woher hast du meine Frequenz? Ich habe dich gescannt, sobald wir aus dieser Grube raus waren. Ich lasse dich kein drittes Mal entkommen. Komm zum Vorsonnenfeuer, dann bringen wir es hinter uns. Ja, wenn wir fertig sind, blockieren wir auf jeden Fall ihren Funk. Gut. Okay, wir sind aus Jabbas Palast, sind wir doch rausgekommen. Mühsam, aber wir haben es geschafft. So, und jetzt geht die Story hier wahrscheinlich weiter. Ah, guckt euch das an, Huttenkartell dürftig, mein Gott. Ah, ich war schon oft gut und dann, das nervt nur. Das ist echt ätzend, das ist total nervig. Das mit dem, also das ist meine Meinung, ja gut. So, Jabbas Gunst, ja, zack. Auf Karte zeigen. Jabbas Gunst. Da müssen wir erst wieder mühselig hindüsen. Ja. Können wir nicht. Da müssen wir erst mühselig hindüsen. Können wir da nicht erstmal hier Schnellreise Mos Eisley. Ja gut. So, und von hier aus düsen wir dann nächstes Mal dahin. Oder wir treffen uns da, weil das ja auch immer ziemlich nervig ist, dieses reine Rumgefahrening und so. Okay. Aber gut, es war doch trotzdem spannend. Das war doch echt cool gemacht. Ein bisschen habe ich mich aufgeregt. Ich weiß nicht, was ihr davon noch mitkriegt. Ich habe jetzt sehr viele Versuche gebraucht, um das zu überstehen. Aber gut, alles klar, in diesem Sinne, euer Captain Riljok, hoffe es hat euch Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal, euer Captain Riljok und ich sage mal zum Schluss immer so, gucken wir uns das Schiff nochmal an, in Hamburg sagt man tschüss und dann bis zum nächsten Mal, tschüss.